Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu State of Mind. Ja, in der letzten Folge bin ich mal ein bisschen ruhig geblieben. Hab die Folge mal so dann beendet, weil so 25 Minuten, 30 Minuten ist halt immer das Running für das Game. Und das in der letzten Folge gerade so gespeichert hat, habe ich das dann auch beendet. So, Phil wollte uns was geben. Na, Let's go. wie war's mit Jeff? Aufschlussreich. Er sagt, du hast noch was für mich. Ja. Nur ein bisschen Standardausrüstung. Das Wichtigste zuerst. Eine gehackte ID. Wenn du damit auffliegst, hast du einen Haufen Ärger, verstanden? Alles klar. Gut. Und jetzt richte ich noch eine Cloud-Call-Verschlüsselung für dich ein. So, das war's schon. Damit bist du vorläufig runter vom Datenradar. Fragen? Na dann, willkommen in der Illegalität. Geh zu dem Terminal, dann zeige ich dir ein paar von unseren Tricks. Dann gehen wir mal ins Ich zeige Terminal. dir jetzt, wie du eine Suchdrohne übernimmst. Los geht's! Du bist drin. Schau dir alles an. Entwickle ein Gefühl für das System. Mach dich erstmal mit der Steuerung vertraut. Okay. Gut. Wir suchen einen Jack. Jack irgendwas. Er arbeitet für ein VR-Unternehmen. Sieh zu, ob du ihn irgendwo findest. Er ist glatzköpfig und trägt einen Bart, wenn die Bilder noch stimmen. Ich würde gerne den hier scannen. Geht das nicht? Das kennt man den. Jack, irgendwer. Der hier hat Bart. Glatze. Ah, scannt in. Hier ist es nicht. Such weiter. Aber es wird nicht wegen unbekannt, wurde der Malek Single keine Beschlüsse auf der Ordnung abgeschlossen. Keine Gefahr. Okay, ich denke mal, das war er hier, der Malcolm. Aber er hat Haare, ne? Ich möchte mal wissen, was für ein Dude das hier ist. Malcolm Schulz, männlich, Mechaniker, Cambridge, Straße, Single, Datendiebstahl, mehrfach, Körperverletzung, mehrfach, unvollständig, unbekannt. Und arbeitet für ein VR-Unternehmen? Ja. Und sie hier? Kann man jetzt hier ihn scannen? Kein Jack und kein VR-Mensch. Dieser Keller alliiert. Okay. Jack mit Glatze. Hier haben wir einer. Ich denke mal, so schwierig soll es nicht sein, aber das ist eine coole Mechanik. Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Todd Walter. Steuererziehung gering. Okay, ist er doch nicht. Da haben wir noch einer mit Glatze und Bart. Nee, der ist Glatze und Unbart, ne? Ey, Bro, bleib mal stehen. Ja, ist er nicht. Die könnten wir mal scannen hier. Mal gucken, was sie hier machen, Sachen macht. Arbeitslos, Drogenmissbrauch, Körperverletzung abgeschlossen. Ungeeignet, okay. Und die hier? Schade, sie kann ich nicht scannen. Das ist blöd. Und Karl? Karl wird es aber nicht sein, ne? Nee. Okay. Muss das eine Person von oben sein? Bro, bleib mal stehen. Könnte auch er hier sein, ne? Earl Reigns, nein. Ist auch nicht. Ach, der tanzt ja aber auch wild, ne? Warte mal.
Ja, okay, den kann ich nicht scannen. Den Dude hier? Der hat aber Haare, ne? Gleich nochmal. Schade, der müsste denn irgendwo unten rumgeiern, ne? Oder kann der auch auf Toilette sein? Das ist auch möglich. Dir ist es nicht. Such weiter. Ne, okay. Riech mal damit auf Toilette. Man nicht scannen. Erdbart. Vielleicht ist er das. Das ist er. Was war das gerade? Was haben Sie da gemacht? Keine Sorge, mein Freund. Du kennst doch den Spruch, je mehr du weißt, desto weniger existierst du. Klar, klar, Phil, das ist mein Lieblingsspruch. Den bringe ich immer, wenn ich auf der Disco bin. Das ist meine Polizeikontrolle. Sie stehen unter Arrest. Wow, krass. Mein Gott. Alter. Wow. Was für eine Action. Und wie gesagt, wir sind irgendwie verknüpft mit Newman. Paul Newman. Krass. Krass, dass er so eine Kopie von Richard ist. Deswegen ist es auch verknüpft. Er hatte auch einen Unfall. Richard hatte einen Unfall. Und Richard war halt bei Kurt Labs, ne? Aber mit seinem Sohn tatsächlich. Das ist eine coole Geschichte. Das System schlägt zurück. Trophäe gekriegt. Berlin Central, Montag, 13. Januar 2048, Richard Nolans Wohnung. Ja, ich denke mal, zurück gehen wir jetzt nicht mehr. Holopinwand haben wir einige Guten Einträge. Abend, Sir. Waren Sie erfolgreich? Sir, Ihre ID. Schalte ich ab. Ich muss jetzt arbeiten. In Ruhe. Sir, wenn ich etwas sagen darf. Ihre Situation ist zweifellos unerfreulich. Das sollte Sie aber nicht zu Selbstmordgedanken verleiten. Was weißt du schon davon? Du lebst doch gar nicht. Sie sind nicht sehr freundlich, Richard. Was? Verletze ich deine Gefühle oder wie? Ich registriere, dass Sie wütend sind, Sir. Aber das sollten Sie nicht an mir auslassen. Ach so? Warum denn nicht? Hast du nicht gesagt, du gehörst uns? Alles hier gehört mir. Verstehst du? Wenn ich will,
kann ich hier Kleinholz machen. Ich kann dich mit einer Axt erschlagen und zahle nicht mal Bußgeld. Was sollte mich davon abhalten? Natürlich, Sir. Aber das wäre nicht sehr menschlich. Oh doch, mein Lieber. Das wäre nur allzu menschlich. Okay, wir sind ein wenig aufgeregt hier. No, ein wenig kritisch hier. Ich gehe mal zu der Holowand und check mal da die Lage. Die ist ja hier. Codelabs ist das. Codelab lädt Menschen in eine VR hoch, gegen ihren Willen. Dieser Verrückter hat mich hochgeladen. Wann? Wie? Dr. Raymond Court. Okay. Wo ist James? Das haben wir. Jeff Kozowski, Anführer der Hackerorganisation Breakpoint, will die gesamte VR zerstören. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Mann im Apartment. Wer Tracy im Apartment oder so? Steve muss mir helfen, Simons Modul zu nehmen. Mir bleibt wohl nur Movescan, um den Mann zu identifizieren, eine Polizeidatenbank zu Bewegungsprofil und zu meinen schlimmster technokratischer Überwachung. Steve jagt die Bilder aus Simons Modul für mich durch die Movescan-Datenbank. Tracy hat sie für den Mann scannen lassen. Jo. Ich glaube, das hatten wir. Ich glaube, das ist relativ viel neu. Das haben wir. Tracy ist nicht bei ihren Eltern. Wo ist mein Sohn? Okay. Könnten wir jemanden anrufen? Medical? Vielleicht? Jetzt nicht, okay. Ich finde das auch immer die Möglichkeit, dass man hier immer noch spielen kann, ne? Es ist wild. Es ist einfach cool. Was haben wir denn hier? Schach. Schermschach interagieren. Kann man ja mal gucken. Ah, er guckt sich das nur an. Okay. Okay, was haben wir hier? Weltkarte. Das haben wir schon gecheckt. Also, wir haben uns ja hier schon umgeguckt, ne? So ist das ja nicht. Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Da haben wir auch. Das haben wir. Spielzeug. Das sind analoge Spielzeuge. Das sind veraltet. Digitales Spielzeug ist über den Cloud Hub verfügbar. Okay. Hier können wir nichts machen. Ich glaube, wir sollen schlafen, wa? Ich glaube, nee, auch nicht. Spiegel ist fertig. Bett untersuchen. Möbelstück wurde zurzeit mehreren Tagen nicht benutzt. Still alone. Also wir sind ja nicht hierher gekommen, um wieder rauszugehen, oder? Das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas müssen wir doch hier machen. Warte mal, wir können dieser nur... Kontakt ist zurzeit offline. Okay, sind sie alle offline? Hä, was soll man denn hier machen? Ah, da hinten blinkt was. Ah ne, das ist nur das Licht, okay. Schach konnten wir auch nicht interagieren, der Robo-Staubsauger ist auch deaktiviert. Scherbenschach können wir nichts tun. Klavier könnten wir spielen, möchte ich aber nicht. Ah, mit. Gehen wir ins Inventar und dann so, okay. Ah, ja, okay. Jeff Kozowski. Ja, ich bin's. Wollte nur checken, ob du noch lebst. Ich schon. Aber Phil. Ja, ich weiß. Armes Schwein. Aber ist okay. Das ist. Okay? Wir sind im Krieg, Richard. Verluste gehören dazu. Was wollten die im Doomsday? Sie sind nervös, wegen der Bombenkampagne. Hast du schon Kontakt aufgenommen? Zu Newman? Nein. Dann tu es. Jetzt. Ich habe die Datenbank für deinen Cloud Hub freigeschaltet. Mir ist noch nicht ganz klar, wie... Sag Adam, er soll nach Datenfragmenten in seiner Umgebung Ausschau halten. Wir haben bereits welche für ihn hochgeladen. Verschlüsselt. Nur er kann sie sehen. Hoffe ich jedenfalls. Er soll sie finden und an deinen Cloud Hub schicken. Du beginnst mit einem Schlagwort. Wenn du ein Fragment findest, lädst du es hoch. Und so macht ihr dann weiter, bis ihr wieder eine halbwegs intakte Erinnerung habt, die wir nutzen können. Und wenn er mir nicht glaubt? Denk dir was aus. Du kennst ihn besser als er sich selbst. Ich melde mich wieder. Wohl kaum. Aber du hörst von mir. Wir haben eine Mail gekriegt. Kann man die lesen? Maybe? Memento-Datenbank. Na schön. Datenfragmente. Schlagwörter.
Wer soll denn da durchblicken? Hive Call. Newman, Adam. Das muss er sein. Mal sehen, ob dieser Adam Newman jetzt erreichbar ist. Cloud Call Service. Willkommen. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Bitte warten Sie. Cloud Call wird geschlossen. Dieser Kontakt? Hive Call Service? Verbindung fehlgeschlagen. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Warten. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Ich bin Richard Nolan. Ich melde mich aus Berlin. Von wo? Was ist das für eine Verbindung? Das ist nicht so leicht zu erklären. Die Verbindung ist improvisiert. Improvisiert heißt illegal, ja? Hören Sie zu, Adam. Es ist wichtig. Ich melde mich, weil ich glaube, dass... Ja? Dass Sie, dass du ein Teil von mir bist. Was? Lass mich erklären. Nein, Sie erklären mir gar nichts. Bitte, Adam. Oh, das hätte er viel besser machen müssen, als statt gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Das gibt's hey. Ja nicht. Hi, Lydia. Na? Was gibt's denn? Nichts, gar nichts. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Okay, jetzt hast du sie gehört. Störe ich oder wie? Ist Tracy da? Nein, Tracy ist nicht da. Aber ich störe dich trotzdem. Jetzt fang nicht wieder so an, okay? Was glaubst du eigentlich, wie lange ich das noch mitmache, Richard? Lydia, hör zu. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Wir reden später, ja? Du wolltest schon vor Monaten mit Tracy reden. Ich muss jetzt Schluss machen, Lydia. Cloud Call wird geschlossen. Was mache ich bloß? Angesicht zu Angesicht. Ich muss sofort nochmal mit Adam sprechen. Nochmal. Oh, ich drücke mal den falschen Knopf. Nochmal Adam anrufen. Walter war ja der Chef, ne? Ich bin's nochmal. Das sehe ich. Ich sperre jetzt diese Frequenz. Adam, nicht auflegen. Bei dir müssen irgendwelche Daten angekommen sein. Daten? Datenfragmente. Virtuelle Konstrukte. Ich weiß, dass es. Moment. Dieses Ding in meiner Wohnung, das gehört Ihnen? Dieses, keine Ahnung, Hologramm? Das muss es sein. Sorgen Sie dafür, dass es aus dem Zimmer meiner Frau verschwindet. Schick es mir. Wie soll das gehen? Es sind Daten. Schick sie an meine Cloud-Adresse. Ich entschlüssele sie und sende sie dir zurück. Was? Nein, wozu denn? Damit du sie dir anschauen kannst. Ihre Daten? Ich kenne sie doch gar nicht. Doch, tust du, Adam. Du kennst mich besser als... Okay. Hier liegt irgendein Missverständnis vor. Ich schicke Ihnen jetzt Ihr Zeug zurück, Sir. Und das war's. Guten Tag. Schwierig. Aber ich denke mal, wir sind jetzt in der Haut wieder von Paul Newman, ne? Ja. Adam Newman. Typ. Na gut. Sehen wir zu, dass dieses Ding aus Amys Zimmer verschwindet. Du hast zwei neue Nachrichten. Jo. Und wie gesagt, die Folgen werden, na, ich weiß nicht, so 20 Minuten. Das ist halt immer schwierig, das Spiel zu beenden, ohne es zu speichern. Das ist halt immer mein Problem. Wir schauen mal hinaus. Weil ich habe auch mal Angst, weil ich kann das Spiel nicht beenden, ohne dass es nicht gespeichert hat. Das ist das Problem. Ja, mal gucken. Amy... Augenblick, es ist Adam. Adam? Hallo, Amy. Na, ausgeschlafen? Wo warst du heute Nacht? Oh, ja, tut mir leid, ich musste noch mal ins Archiv. Ich wollte dich nicht wecken. Gibt es ein Problem? Ich bin ziemlich beschäftigt. Wo bist du? Wer ist da bei dir?
Miranda, aus dem Archiv. Ich bin im Archiv. Warum? Miranda. Aha. Grüß sie von mir. Auf keinen Fall. Sie ist hübsch. Ich werde eifersüchtig. Was ist los, Adam? Wohin war ich eigentlich unterwegs? Nach Hause will ich doch hoffen. Tut mir leid, ich habe wirklich viel zu tun. Cabin Cars haben keine Fehlfunktionen. Seit Jahren nicht mehr. Niemand kann sich das erklären. Soll ich mal mit dem Governor reden? Er kann der Car Company ein bisschen Druck machen. Die sollen uns ihren Bericht schicken. Gute Idee. Also schön, war's das? Denk nicht so viel nach. Du lebst. Alles andere ist mir egal. Ich muss wirklich weitermachen. Bis später. Ich liebe dich. Schade, jetzt konnte ich das andere nicht machen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Sie werden verbunden. Adam, melde dich bitte bei mir. Ich muss mit dir reden. Dringend. Adam, wie geht es dir? Am Sonntag kommt Uncle Jeremy aus dem Kryoschlaf. Wir sind alle bei den Wilsons. Kommst du auch? Familie ist wichtig, Adam. Okay, ich höre schon auf. Bis dann. Wir drücken dich. Nein. Nein, ich rufe da nicht zurück. Schade. Schade eigentlich. Was für ein Hologramm an seinem Zimmer? Jo, das hatten wir auch irgendwo in einer Folge. Das war das. Das ist bestimmt das Datenfragment, was Richard dann halt fehlen tut. Okay, das war... Na gut. Und jetzt? Senden? Von wo? Von meinem Cloud Hub? Ist aber nicht sein Cloud Hub hier, ne? Nö. Das gehört dem Jungen. Teilt er sich ein mit seiner Frau? Nee, ne? Nope. Hat er hier auch ein Arbeitszimmer? Safe, ne? Ja, hier, okay. Warte mal. Der hat auch hier seine Holo-Wand. Ich weiß, da wurde zwar nichts gesagt, aber... Könnt gerne mal gucken hier. Datenfragung. Ist das ein Test? Wer ist dieser Richard und was will er von mir? Okay. Dann senden wir Richard mal eine Datenfragung. Ich finde das sehr cool, ehrlich gesagt. Schade, dass man so lange draußen war, ne? Oh, wie gesagt, ich muss da echt mal eine Lösung finden, wie ich das denn am besten mache zeitlich. Und halt Laune hab. Sonst ist es halt immer echt blöd, wenn man so ein Storygame einfach draußen ist. Naja, mal sehen. Warnung. Die Versionsnummer für dieses Objekt ist veraltet. Scan abgeschlossen. Objekt-ID erkannt. Oh. Objekt erfolgreich gesendet. Cloud hat Meldung. Unbekannt hat neue Daten geschickt. Adam. Na endlich. Lass mal sehen. Die Daten sind 18 Jahre alt. Wie weit reicht diese Datenbank zurück? Sektor 36, Berlin. Das Doomsday vielleicht? Okay. Fragment dekodieren. Okay. Das ist es noch nicht. Ich finde das so cool, ne? Dass das Game so viele verschiedene Mechaniken hat, ne? Auch wenn es so simpel ist. Das ist es noch nicht. Es ist cool. So. Fast. Verflucht. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Dann laden wir das mal hoch. Okay. Unbekannt hat dir neue Daten an deinen Cloud Hub gesendet. Der
Typ hat mir tatsächlich Daten geschickt. Was ist das? Wo? Raus jetzt! Verzieh dich! Armleuchter! Du bist total zugedröhnt. Guck dich mal an. Das hat ein Nachspiel. Na sicher. Geh nach Hause, schlaf dich aus. Das ist unglaublich. Hey, aufmachen! Ich hab was verloren! Macht auf, ihr Idioten! Es ist wichtig! Wichtig? Was ist wichtig? Wer ist das? Hallo? Hören Sie mich? Bestimmt haben die ihn in den Müll geworfen. Offensichtlich nicht. Jo, das ist ein bisschen blöd, aber ich habe gerade gesehen, das hat gespeichert. Wir sind so knapp 25 Minuten, knapp 30 Minuten. Damit würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch noch dabei seid. Wenn wir Tracy spielen. Ich dachte, man spielt nur Adam und Richard. Aber dass man hier auch noch eine dritte Person spielt, krass. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. In der nächsten Folge um 20 Uhr, wenn es wieder heißt State of Mind.